Moin, mal koch mal schnell. Heute gibt's leckeres koreanisches Frühstück. Ich nehme Spitzkohl, den schneide ich so ein bisschen klein, der ist ein bisschen weicher als Weißkohl. Dann nehme ich eine Möhre, die schneide ich in kleine Stifte, die könnt ihr auch raspeln. Das Ganze geben wir in eine Schüssel, den Spitzkohl und die Möhre hier. Und dann kommen ein paar Sachen dazu. Zwei Eier gebe ich jetzt hier dazu. Außerdem würzen wir das Ganze einfach nur mit ein bisschen Salz und mit ein bisschen Pfeffer und zur Schärfe ein bisschen Sriracha-Soße. Und wenn wir das drin haben, dann geht es weiter mischen, 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 dass die Masse gut durchgemischt ist hier. Und das war es auch schon, dann kann man in die Pfanne gehen. Ein bisschen Buttercreme hier in die Pfanne, die Toast, die zwei, die ich hierfür brauche, die bräuchte ich jetzt so ein bisschen an in der Pfanne und dann gehen sie auch schon raus. Und weiter geht's. Und jetzt geben wir unsere Spitzkohl-Möhrenmasse hier in die Pfanne. So ungefähr, dass sie den Umfang von einem Doppeltoast hat und braten das an. Von beiden Seiten vorsichtig, das wird sehr schnell dunkel, nimmt nicht so eine hohe Temperatur. Und wenn das halbwegs fest ist, vorsichtig mit zwei Pfannenwändern hier einmal umdrehen und klatsch. So sieht das dann aus. Ist schon ein bisschen dunkel geworden, aber immer noch lecker. So, dann geben wir Cheddar oben drauf und auf den Cheddar geben wir so ein bisschen Hähnchenbrust. Und wenn wir das drauf haben, dann klappen wir vorsichtig hier die eine Seite von unserem koreanischen Breakfast hier auf die andere Seite und so sieht das dann aus. Und dann geht es auch schon ans Finale. Jetzt geben wir hier unser leckeres koreanisches Omelette auf den Toast, geben nochmal ein bisschen Sriracha-Soße oben drüber, schließen das Ganze und dann können wir auch schon anschneiden. Und dann seht ihr auch schon, super lecker, super saftig, schmeckt echt gut, unser koreanisches Frühstück. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Bis demnächst bei Koch mal schnell.